Servus Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Go PvP Video, diesmal in der Meisterliga. Seht schon hier Melmetal Doppel Fee oder Doppel Charm am Start und ja, parallel noch der Halloween Cup Mini Edition, aber hatte ich jetzt nicht so Lust drauf und ja, nächste Woche dann oder zur nächsten Rotation dann wieder Super League, also Halloween Cup Super League Edition. Und ich habe jetzt leider in der Meisterliga kaum was, also keinen legendären, und aber vielleicht können wir was reißen. Ich hatte eigentlich schon zwei Sets mit Live Commentary aufgenommen, aber leider hatte ich die Aufnahme auf stumm gestellt, deswegen nehme ich jetzt einfach den einen oder anderen Kampf mit rein und ja, werde das einfach so nachkommentieren. Hatte jetzt ein 1-4 und dann ein 5-0, also ja, das Ding ist, punktemäßig bin ich extrem gedroppt. Ich war jetzt so bei 2-3, deswegen, ja, müsst halt selber schauen. Natürlich, höherer Punktebereich macht wahrscheinlich mehr Bock, aber ja, gucken wir einfach mal. Ich mache meinen ersten Kampf an und ja, gucken, was wir hier reißen konnten. Sind schon mal ein Evil-Teil, geht eigentlich. Wir haben Steinhagel. Natürlich, Backline hätte jetzt mehr Bock auf dich, aber ich bin mal drin geblieben. Und mal gucken, was wir hier so reißen können. Weil ja, ich glaube, hinten könnte auch Ho-Oh sein. Also ich glaube, das wird sehr oft zusammen gepaart. Dementsprechend, ich bin eigentlich komplett schwach gegen Ho-Oh, wenn man so will. Klar, Steinhagel und so und Primarena hat immerhin den Wassertypen, aber ja. Gucken wir mal weiter. Also hier natürlich die Finsteraura potenziell. Klar, Fokusstoß, aber da brauchst du, glaube ich, auf jeden Fall mehr Energie. Deswegen konnten wir das auf jeden Fall hier schon mal wegstecken. Wollte es hier abfangen, wenn man es will, aber ich bin einfach mal drin geblieben, weil du musst ja auf jeden Fall mal eine Attacke einsetzen, was schon mal nicht so schlecht ist, und kriegst schon mal ein bisschen Chip-Damage raus. Ich weiß, Melmetal sieht man jetzt nicht so oft, aber wenn man überlegt, geht eigentlich, es gibt sehr viele Feen-Pokémon hier und natürlich mit Panzerfäuste wäre man jetzt noch besser, oder Lichtkanone kann das Ding, glaube ich, auch noch, aber ja, ich glaube, Steinhagel Kraftkloss ist schon nicht so schlecht vom Coverage her. Entsprechend seht ihr schon, klar, das Teil hat jetzt extrem viel Energie getankt, aber konnten schon gut Chip-Damage machen. Haben, wie schon erwähnt, hinten Doppel-Charm, deswegen haben wir schon mal den Sofortattackendruck am Start. Hier muss ich auf jeden Fall, denke ich, schon die Mondgewalt respektieren, weil wir haben ja noch zwei Schilde und klar, die wird das nicht ausnocken, aber würde schon extrem viel Schaden machen. Deswegen tun wir das hier auf jeden Fall. Und ja, ging leider auch den Drop rein, was schon ein bisschen bitter ist, weil ich glaube, Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich niedrig. Und ja, Demeteros leider auch sehr stark gegen das Team, weil ich habe jetzt keine Eis-Pokémon oder so. Klar, ich habe jetzt theoretisch Aqua-Bits, aber ihr seht, es gegen dann noch zwei Schilder am Start. So ein Tier, habe ich gedacht, komm, ich Schild, weil klar, du hast drüben Steinkante gegen Togekiss, aber du könntest auch baiten. Und deswegen hier, sag mal, sicheren Schaden geschildet, wenn man so will. Aber ja, gucken, was wir hier noch reißen können. Ja, setz mal hier ein. Also klar, die Schilde werde ich jetzt eventuell bekommen, aber ich werde eigentlich Schaden auf das Ding. Und ja, mal gucken, wie du jetzt leider verfährst. Natürlich, Wüstenorkan macht man hier oft, aber Steinkanne macht ja deutlich mehr Schaden. Und da Lehmschuss ja jetzt auch mehr Schaden austeilt und ein bisschen weniger Energie generiert, kann man potenziell schon mal an einer anderen Stelle runterfarmen, was jetzt auch gerade der Fall war, leider. Und Tollkiss überlebt schon eine Steinkante. Aber ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen KP drauf, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen KP verloren. Deswegen, ja, sieht das ja sehr schlecht aus. Ich habe mal weitergespielt, aber ihr könnt euch schon vorstellen, wie das Match ja ausgehen wird. Also, hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr KP gebraucht oder vielleicht ein Schild mehr, aber dann ist halt immer die Sache mit den Baits und so. Wüstorkan macht keinen Schaden und Steinkante ist fast ein One-Shot an der Stelle, aber natürlich GG an den Gegner. Ja, schauen wir mal, ob wir hier im nächsten Kampf besser performen konnten. Und ja, punktemäßig, wie schon erwähnt, bin ich extrem gedroppt. So bei 2-3, habt ihr gerade gesehen. So eine Crossbow habe ich eigentlich gar nichts gegen, wenn man so will. Ich bleibe einfach mal hier drin, weil dann, ja, ist halt eher ein neutrales Match, wenn man so will. Aber klar, du machst viel mehr Schaden. Ich habe leider nur den Steinhagel, der wird fast gar nichts machen. Deswegen, ja, wenn man irgendwas hier mit Dunkelklau oder so hätte, da kann man schon gut Schaden machen. Na egal, hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Chip drauf und ja, das ist halt die Trumpfattacke und dann halt Finsteraura. Ich dachte, komm, vielleicht gehst du auf Finsteraura, aber wir werden es gleich sehen. Geht dann direkt auf die Nuke, die ja extrem viel Schaden leider ausgeteilt hat. Aber ja, mal gucken. Also, das Gute ist auch, es gibt halt viele Drachen-Pokémon, also viele Drachen-Pokémon hier in der Meisterliga. Deswegen könnte unsere Backline potenziell sweepen. Und ja, ich muss auch sagen, ich kenne auch die Counts nicht ganz genau. Deswegen hier habe ich jetzt, glaube ich, reingeschildert, aber oder. Weiß gerade gar nicht, ob das hier überhaupt die Trumpfattacke hätte sein können. Deswegen da wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Aber ja, ich spiele wirklich fast die Meisterliga und ich gucke jetzt auch nicht so viel Content in Meisterliga. Deswegen,
Da müsste ich auf jeden Fall noch mir das anschauen, aber an sich eigentlich eine coole Liga. Ich habe halt leider einfach die Pokémon nicht, aber ich würde es zocken. So, hier auf jeden Fall die Antikkraft, die ja, würde ein bisschen Schaden machen, wird sogar geschildert. Und da, ja, habe ich noch hier ein bisschen weiter gezockt, zu gucken, was hinten sein könnte. Hier setzt der Gegner sogar noch ein. Ich glaube, er hätte sogar runterfarmen können. Tolkis hier mit dem Aero-Ass. Okay, ich meine, kann man, gibt verschiedene Attacken, die man hier drauf haben könnte. So, und jetzt eigentlich sieht gut aus, Zygarde gegen Primarene. Und ich dachte, ich müsste eigentlich nur das potenzielle Erdbeben respektieren. Und es ist halt die Frage, wann du genau einsetzt. Ich glaube, nach 8 Drachenroten ist das Erdbeben am Start. Und ja, natürlich könnten wir jetzt genau bei 8 rausgehen, aber wenn du dann nicht einsetzt, wäre dann nicht so geil. Dann ja, könntest du halt baiten und so. Deswegen einfach mal drin geblieben. Und wie schon erwähnt, Erdbeben wollte ich auf jeden Fall respektieren. Weil drüben ist halt nur noch Charm am Start und ja, hier kriegen wir leider den Knirscher ab. Aber jetzt wusste ich auf jeden Fall, okay, also du müsstest ja jetzt dann zeitnah einsetzen, deswegen können wir auf jeden Fall mal abfangen und hoffen, dass wir irgendwie das Teil dann, also Tolkis dann irgendwie runterfarmen können, aber ja, wir werden es gleich sehen. Hab leider schon ein bisschen KP verloren und Aeroass kostet auch ein bisschen weniger Energie als Antikraft und die anderen Attacken, die Tolkis beherrscht. Deswegen war die einzige Möglichkeit hier eigentlich runterfarmen, war leider um ein paar Turns nicht geschafft und war auf jeden Fall hauchscharf. Nichtsdestotrotz gut gespielt vom Gegner und auch ein sehr interessantes Team, wie ich finde. Ja, bisher auf jeden Fall eher schlecht, die Kämpfe, sag ich mal. Aber, wie schon erwähnt, ich zocke auf jeden Fall gerne rein, sammle auf jeden Fall Erfahrung und sehen schon mal einen guten Lead. Und wie wir auch sehen, hast du Charm, was noch besser ist. Kaskade wäre natürlich neutral und ich habe auf jeden Fall die Resistenz am Start und du generierst auf jeden Fall langsame Energie, deswegen eigentlich ein richtig gutes Matchup. Deswegen, ja, Melmetal hat, glaube ich, schon Potenzial oder generell Stahl-Pokémon. Klar, gibt es natürlich viel bessere, aber ist halt ein geiles Budget-Pokémon. Also XL-Bonbons hat man natürlich hinterhergeschmissen und das ist ja, wie gesagt, Glücks-Pokémon. Deswegen war das Pushen jetzt auch nicht so teuer. Und natürlich, ja, Aquabitze macht Schaden, aber ja, ich hebe mir die Schilde immer lieber auf. Man kann ja nicht wissen, was ganz hinten ist. In dem Sinne können wir ja schön auf den Steinhagel gehen, einen nach dem anderen. Und Donnerschock, ja, in dem Sinne auch effektiv. Klar, macht jetzt kaum Schaden, aber das summiert schon alles langsam auf. Und einen Schild haben wir auch schon bekommen, wieso auch immer. Also ich glaube, ja, dass das so lohnt, hier einen Steinhagel zu schilden, weiß ich nicht. Aber wir schauen mal weiter. Kriegen wir potenziell sogar den Farmdown hin, was natürlich noch leckerer ist. Und haben noch ein bisschen Energie getankt. Natürlich sehr gespannt und sehen ja in Palkia, ich gehe direkt in Tolkis. Ich habe natürlich eine noch bessere Antwort, aber ja, dann kannst du halt wie gesagt rausgehen und ihr seht es einfach dreifach Wasser. Wirklich sehr interessant. Kyogre auch ein starkes Ding. Ich dachte mir, komm, ich brauche die Schilde eh nicht mehr. Drüben, sage ich mal, deswegen schilde ich jetzt hier einfach rein und krieg noch potenziell eine Attacke raus und so weiter und so fort. Deswegen sah auf jeden Fall lecker aus. Ihr seht es auf jeden Fall, das eine oder andere Team kann man dann doch schon, sagen wir mal, dagegen ankommen. Natürlich jetzt nicht gegen eine Crossman, so ist er eher ein bisschen schlecht, aber gegen so Kyogre, Palkia, da kann man schon auf jeden Fall schon was machen. Und ich weiß, Doppelcharm ist schon eklig, aber ja, was soll ich machen? Ich würde ja auch diese Trumpf-Pokémon zocken, ich hab's halt nicht, aber wenn man halt nichts hat, dann muss man sich irgendwie arrangieren irgendwie. Und ja. Ja, auf jeden Fall hier Primarene. Hat natürlich ein geiles Matchup gegen Palkia, vor allem mit Charm. Und in dem Sinne, ja, konnten wir diesen Sieg auf jeden Fall einfahren. Das war halt so gut. Schauen wir mal weiter hier. Also, ja, auf jeden Fall hier das 1-4, deswegen punktemäßig ist wieder runtergegangen. Das wäre jetzt auf jeden Fall das nächste Set. Und ja, der Crossman ist natürlich nicht geil. Aber ich denke mir, komm, wir können immer was machen. Haben den neutralen Kraftkoloss immerhin. Und ja, das Gute ist, Stahlgestirn wäre hier resistiert. Wutanfall auch. Du hast halt Finsteraura, okay. Aber da können wir auf jeden Fall einmal locker wegstecken oder relativ locker. Und so ist es auch. Lassen wir natürlich durch. Habe jetzt mal nicht direkt eingesetzt, weil da würde ich mich ja abschwächen. Und denke mal nicht, dass du hier schilden wirst. Deswegen einfach direkt auf Kraftkoloss. Und ja, immerhin ein bisschen Damage haben wir schon machen können. Ist natürlich jetzt abgeschwächt, aber ich glaube, ohne weiteres solltest du uns nicht farmen können. Und natürlich könnte ich jetzt rausgehen, aber macht, glaube ich, keinen Sinn mit einer Doppel-Fee-Backline. Deswegen, ja, konnten wir auf jeden Fall gut Damage raushauen. Du hast auch gute Energie ausgegeben.
So, und jetzt können wir auf jeden Fall mal hier in Tolkis rein. Natürlich, drüben ist Stahlgestirn neutral, aber ja, macht auch extrem viel Schaden. Deswegen schilden müsste ich wahrscheinlich so oder so. Ich glaube, energiemäßig hätte das schon die Trumpfattacke sein können. Aber ich habe nicht geschildert oder was? Okay, ne, keine Ahnung. Also wahrscheinlich war es dann doch nicht so. Also ich glaube, Finsteraure sind immer 7, 6, 6. Deswegen wahrscheinlich war es keine... Also hätte es nur die Finsteraure sein können, egal. So, hier geht das eigentlich, weil... Wie alle wisst, Kugelsaat ist resistiert und natürlich Naturzorn macht schon Schaden, aber den ersten muss man gar nicht unbedingt schilden, was ich auch hier nicht getan habe. Deswegen direkt auf Flammenwurf, machen keine Faxen. Klar, könnten wir hier baiten, aber ja, ich glaube, es bringt nichts. Und ja, ist erstmal drin geblieben, hätte es glaube ich sogar farmen können, also war schon gefährlich. Aber ihr seht, Gegner geht in Palkia, werden sozusagen gesniped, aber haben hier ein Hammer-Matchup, also müssen vorerst nichts schilden. Klar, Nassschweif summiert sich schon auf und deswegen ist Paki auch so stark, aber können auf jeden Fall erstmal hier ruhigen Gewissens den ersten Nassschweif auf jeden Fall durchlassen. Und ja, also Primarene wirklich kann echt sweepen. Deswegen, wenn ihr den Seeder damals mitgespielt habt und ein solides Hub für den IVs, pusht das auf jeden Fall. Das macht schon Bock. Und natürlich ist einfach nur hier nur so auf dem Bildschirm tippen, aber wenn man nichts anderes hat, was wolltest du machen? Und deswegen haben wir noch zwei Schilde, können nicht runtergefarmt werden und könnten auch hier den Sieg eintüten. Aber ja, Kabutocho, auch ein geiles Ding. Ich meine, Fee generell hat ja auf jeden Fall viel Spielraum, aber hier auf jeden Fall GG an den Gegner. Also war jetzt so gut, schauen wir hier weiter. Und ja, natürlich immer sehr interessiert daran, was die Gegner so spielen. So natürlich, das ist jetzt natürlich ein schlechter Lead. Und ich hätte natürlich Kraftkoloss, aber da brauche ich erstmal ein bisschen Energie, deswegen gehe ich in Tolkis rein. Natürlich Felswerfer wird komplett scheppern, aber wir haben unsere Schilde und Gegner können natürlich auch baiten. Natürlich extrem eklig, aber ja, wir gehen mal hier mit einem Schild rein und schilden glücklicherweise die Trumpfattacke, was schon mal nicht so schlecht ist. Wir haben ja leider keine Aurasphäre, also können die leider nur resistierte Ladattacken raushauen. Aber ihr seht schon, wir machen gut Schamschaden. Und potenziell kann man hier das Ding runterfahren, wenn du drin bleibst. Deswegen hier glücklicherweise den nächsten Felswerfer geschildert. So, und jetzt die Alger. Ich weiß, was Eisenschädel, aber geht eigentlich. Wir haben unser Tolkis noch ziemlich am Leben erhalten können. Und haben noch unser Melmetal, was ja, die Alger eigentlich ziemlich gut wallen würde. Und Eisenschädel hat man immer nach 17, glaube ich, Feuer. Und deswegen konnte ich hier sogar den Eisenschädel abfangen. Was, denke ich, schon sehr geil war. Also konnten auf jeden Fall einen guten Nutzen noch aus unserem Melmetal ziehen und konnten unser Tolkis, ja, sozusagen rauswechseln. So, und jetzt natürlich das Geile. Ich kann jetzt mal extrem viel Energie farmen. Du bräuchst jetzt hier schon einen Draco-Meteor, denke ich. Okay, du könntest natürlich Donner haben, aber ja, keine Ahnung, ob das jetzt so gefinisht hätte. Gehen natürlich auf den Kraftkoloss, machen hier keine Faxen und konnten das Diaga hier gut aus dem Weg räumen. So, jetzt natürlich, oh, jetzt sogar das Giratina ist natürlich nicht so geil, weil wir sind abgesenkt und Steinhagel wird das nicht viel machen. Könnten dann potenziell rausgehen, aber hier erstmal leider konntest du hier gut die Energie absaugen, dass das nicht so geil ist, aber ja, hat es leider keine andere Wahl. Nichtsdestotrotz, wir haben noch unsere Backline und du hast leider noch das Rihornio. Deswegen bin ich jetzt einfach hier in Primarene, weil ja, Tolkis könnte noch wichtig werden gegen Rihornio. Ja, alle wisst, Lehmstelle wird sehr gut resistiert und das wäre noch wichtig. So, wir leider der Spukball abbekommen, der natürlich gut gescheppert hat. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich denke, glaube ich, sogar die Unheilböen, die bei der Range leider schon reichen sollten. So, und jetzt Wechselur leider komplett asynchron. In dem Sinne konnte ich nicht in Melmetal, weil du würdest mich sonst einfach runterfarmen und einen Felswerfer raushauen. Deswegen einzige Möglichkeit, ich muss alles hier runterfarmen. Die Frage ist, werden wir es schaffen? Ich weiß gerade gar nicht, aber ganz knapp, ich glaube mal nach 5 hast du den Felswerfer und konnten hier wirklich haarscharf das Teil runterfarmen. Und in dem Sinne auf jeden Fall Glück gehabt. Das müsste jetzt, glaube ich, hier der vorletzte Kampf gewesen sein. Also wie gesagt, ich hätte es gerne einfach live kommentiert gehabt, wie schon anfangs erwähnt, aber hat leider auf stumm gestellt, naja, egal. So, hier, das ging eigentlich das Matchup. So, und jetzt natürlich geil. Primarene hier direkt reingeholt. Ich hätte natürlich vielleicht noch farmen können, aber ich dachte, komm, gehen einfach hier rein. Also, das ist halt das Gute gegen diese, ja, starken Drachen. Aber deswegen, also, könnte man gerne sagen, zockt hier Meisterliga oder
macht euch das eigentlich Spaß? Weil ich bin jetzt eher nicht so oft in der Meisterliga unterwegs, aber ja, hat jetzt leider keine andere Möglichkeit. Ich weiß, Minicup und so, aber da muss man halt auch Sternstaub reinbuttern und hier hat man wenigstens dann langfristig was davon, wenn es auch wie die Primärvariante oder so gibt. In dem Sinne auf jeden Fall hier, ja, das Park aus dem Weg geräumt. Das Matchup geht eigentlich auch. Wir haben jetzt nichts Effektives, also nur neutral jetzt hier, aber wir haben immer die Feuer ohne Resistenz am Start und können schon ein bisschen was machen. Ja, deswegen sah schon mal gut aus. Frage ist mal, was ist hinten? Ich kenne die Teams jetzt auch nicht so wirklich. Aber kriegen wir noch die Aqua-Bitze raus, was auf jeden Fall sehr, sehr geil war. Weil die ist zwar resistiert, ja, aber da kann man potenziell schon ein Schild sehen. So war es auch. So, und jetzt Melmetal mit der Resistenzen am Start. Und ja, war schon ziemlich Hard-Counter. Jetzt gegen Crowdone, da haben wir natürlich, ja, Lebensschuss macht kaum Schaden. Du hast eigentlich nur den Feuerschlag, der jetzt nicht wirklich, ja, sag mal, das ist auch keine starke Attacke. Deswegen könnt ihr schon denken, wie das Match ausgehen wird. Und ja, können wir auf jeden Fall geschmeidig runterfahren. Ja, aber auf jeden Fall nächste Woche Halloween Cup Superliga. Bin mal sehr gespannt, was da so gezockt wird. Muss ich mal gucken, aber da will ich auf jeden Fall nochmal reinschwitzen. Und ich weiß gar nicht, was da noch parallel ist. Vielleicht wieder Meisterliga, ich weiß es gerade nicht. Aber ja, die Rotation kriegen wir schon irgendwie hin jetzt. Aber wir können immer einen Sternstopp sammeln, das ist das Gute. Klar, Kämpfe sind jetzt wahrscheinlich nicht so spannend, weil der Punktebereich jetzt, sagen wir mal, ein bisschen niedriger ist. Nichtsdestotrotz, ja, ziehen wir es hier natürlich durch. Und hier dachte ich, komm, ich kann jetzt nicht so gut mit Donnerschock runterfahren, deswegen schilde ich mal rein. Könntest du mich potenziell snipen, glaube ich sogar. War das? Ne, genau, da ist ja Back-to-Back. Und jetzt könntest du mich potenziell snipen, deswegen bin ich dann einfach direkt rübergegangen. Und ich glaube, das Teufelkiss, ja, ist schon ziemlich angehittet, aber könnte noch wichtig werden im Kampf. Sieht's aus. Konnten hier den Eisenschädel abfangen, der bei weitem nicht so viel Schaden macht. Aber ja, sah schon von Anfang an sehr gut aus wegen APS. Deswegen konnte der Gegner da leider nichts machen. Ja, soweit der letzte Kampf jetzt. Mal gucken, was dann vielleicht... Könnte ja noch ein Team zocken dann die Tage, aber ja. Müssen wir mal gucken. So, Xerneas. Okay, ich meine, du hast Nahkampf. Ja, das stimmt. Aber... Ich bleibe jetzt mal hier drin und ja, mal gucken, was wir so reißen können. Natürlich könnte ich jetzt erstmal warten, bis du dich potenziell abschwächst, aber ich gehe einfach hier direkt auf den Steinhagel und ja, kriege ich mal ein bisschen Chip-Damage raus. Ist jetzt nicht viel, aber ja. So, und jetzt dachte ich, okay, du bist, glaube ich, bei Back-to-Back-Nahkampf. Deswegen dachte ich, ja, ich lasse mal durch und den müsst ihr auf jeden Fall tanken. Aber der Gegner baitet hier tatsächlich, also habe ich eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet. Das war... Im Grunde ja ein Bait-Call, aber eher indirekt, weil damit habe ich wirklich nicht gerechnet und deswegen umso besser für uns. Gut, du hast jetzt nicht abgeschwächt, das stimmt, aber ja. So, und hier lässt uns noch einen Steinhagel gewähren, was auf jeden Fall sehr lecker war. Hätte ich jetzt, glaube ich, auch potenziell snipen können, aber ich weiß nicht, ob ein Charm jetzt gereicht hätte, deswegen bin ich jetzt einfach drin geblieben, aber ich glaube, er hätte nicht gereicht, egal. Lassen wir uns hier drauf gehen. Jetzt wahrscheinlich der Nahkampf, weil du bist ja eh ziemlich down und ja, du brauchst deine KP jetzt eh nicht mehr wirklich oder deine Verteidigung besser gesagt. Und konnten das Matchup jetzt leider nicht für uns entscheiden. Haben wir noch unsere Doppel-Fee-Backline und deine eigene Fee ist ja schon weg. Deswegen, was ist hinten die große Frage? Wir sehen jetzt hier einen Kapufala, habe ich wirklich noch nie gesehen, auch in anderen Videos noch nicht. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde. Ich dachte erst irgendwie Gardevoir oder so, aber nee. Und ich kannte das Moveset jetzt nicht genau. Aber ja gut, wir werden es gleich sehen. Ich kriege einen Naturzorn ab. Okay. Wahrscheinlich noch Psychoschock, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, weiß jetzt nicht genau. Vielleicht auch Psychokinese oder sowas in der Art. Ja. Aber hier schon mal die Antikraft gedroppt, die auch geschildert wird. Also ja, wieso eigentlich nicht? Ich glaube, du hast auch Erstaune. Was auch sehr interessant ist, ist jetzt nicht Step, aber ja, macht schon Schaden. Und habe jetzt das Ding hier, genau, die Attacke hier durchgelassen. Die Frage, was ist ganz hinten? Sind ein Zygarde, das sah sehr gut aus. Aber ja, bei Zygarde weiß man nie. Deswegen erstmal hier weiter konzentrieren. Aber ja, wir haben hier die Resistenz. Und ich dachte, okay, Erdbeben müssten wir schon chillen. Aber das ist kein Erdbeben, das ist natürlich der Knirscher. Deswegen, ich glaube, wenn du aufgebaut hättest, hätte ich es respektiert. Und hätte sich wahrscheinlich auch den Gegner angeboten, zumindest drauf aufzubauen. Ihr wisst, wie es ist. Und ja, deswegen können wir das Ding hier geschmeidig runterfarmen, haben dann Back-to-Back Aqua-Bitze
und sollten auch dieses Match für uns entscheiden können. Deswegen, mal gucken, ich zocke das Team mal weiter. Natürlich, irgendwann werden wir dann schon die Schwächen dieses Teams sehen, selbstverständlich. Aber so ein Budget-Team, wieso eigentlich nicht? Wenn man eh nichts anderes hat, muss man sich ja irgendwie zu helfen wissen. Aber wenn ihr irgendwie ein Team habt, so aus Nicht-Legendären, sagt mir gerne Bescheid, was ihr da so zockt. Ich habe jetzt wirklich nicht viel, aber das eine oder andere Team könnte ja schon zustande kommen. Ja, das ist der aktuelle Punktebereich. Und ja, auf jeden Fall heftigst gedroppt. Aber Sternstaub lässt natürlich grüßen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Aber ja, ich kann natürlich verstehen, wenn es nicht so interessant war. Deswegen euch viel Erfolg bei euren Käfern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.